120 Überlebenspunkte hat mich das gekostet. Frechheit. Das tut weh. Warfront. Jo, Abend. Oben gibt's noch was, sagst du? Was soll wieder da hinkommen jetzt? Ich frage mich nur, warum ich keine Dietrich anfertigen kann. Weil wegen so. Habt ihr das Versteck jetzt schon betreten oder was? Ja, wir haben dem das Zeug gegeben. Durch den Tunnel. Hey, da irgendwas beim Tunnel muss oben noch sein. Guck mal bitte. Sagt der Chat. Ich stehe schon auf dem Häuschen. Achso. Wir haben dem das Zeug gegeben und er hat gesagt, ja, ein Hoch auf Gas, die macht Tür wieder zu. Ja, das war nicht die Frage. Und jetzt müssen wir übers Dach da reinkommen, ja. Aber wir sind noch nicht reingekommen. Also ich bin abgeschmiert und tot und Hilde hat dann noch rumgemehrt. Aber jetzt hält es jetzt drüber. Aua. Oben den Tunnel oder was? Kriegst du Sinn oder so? Komm, ich begleite dich nochmal, wenn es Spaß macht. Hm. Ich will mal auf den Tunnel hoch, da der Chat hat geschrieben, da soll irgendwas sein da oben im Tunnel. Ich glaube, ich von hier aus hinkommen, so einfach, ich glaube nicht. Schwierig. Da hinten gibt es einen Wasserschacht. Hä? Hallo? Ja, mach uns mal schnell die Quest zu Ende, dann kommen wir mal im Tunnel. Wollte ich sagen. Ja, Mann. Das Glück hat der war Pro Gaming, aber nicht Glück. War das der falsche Durchgang? Ah, den Sprung hätte ich gar nicht schaffen können, wahrscheinlich wohin. Ach, du willst rüber springen, ja? Ich bin gesprungen. Oh. Kannst ja nicht umgucken so richtig, ne? Hast du eine Aufgabe, das zu klettern? Genau. Wieder der falsche? Nee. Nee, schon gut so. Ich wollte nur gucken, ob es hier noch was gibt. Hier kann ich rüber propellern und dann darüber auf die Bude, gell? Das ist die Bude. Genau, ja. Genau. Nein. Wow! Dietrich Mittel. Das ist mir wieder vorne aus. Hier oben ist noch eine weiße Kiste, gell? Na, da ist das Zeug drin, ja, glaube ich. Eine weiße Kiste. Hier auf Tasche brauchst, und. Brauchst du Dietrich, ja. Einen habe ich, glaube ich, noch. Ja, da kannst du die herstellen, oder? Ja, ja. Dann kannst du mir da mal ein paar herstellen. 20. Ja, klar. Ja, klar. Zwei Teile kann ich dir geben. Ach. Und du? Wo geht's rein, Hilde? Wo ist jetzt denn, Hilde? Ich will nicht runterspringen, ja. Hilde! Moment. Wo ist jetzt hin? Ich dachte, du bist das Zeug aus der Kiste. Hast auf, ja. Natürlich. Ja, da komm ich gleich nochmal hochgeklettert. Eieiei. Geronimo! Geronimo! Das war schmerzhaft. Okay.
Hm, ich hab's gehört. Ach, guck mal, Dietrich. Na. Elf bei dir. Gucken, was er hier im Kühlschrank hat. Mangiare? Mangiare? Was ist das? Wie, was ist das? War ein Mangiare nochmal. Essen? Hallo, Gazi. Ah, okay. Ich hab's. Ja. Geiler Film, Gazi. Ich setz mich mal, ich geh mal mit Mutti kuscheln. Mutti sieht gut aus. Mutti ist super, oder? World best Mom. Ja, die ist tot, die hat der Zombie gebissen, glaube ich. Was hätte dann die Alte noch? Hat sie doch schon. Hast du nicht zugehört? Jetzt sind wir daneben, Hilde. Neben Mutti. Ich komm nicht auf die Couch. Ach so. Richard. Ja, wir wissen nicht, Hilde kann irgendwie keine Dietrich herstellen. Wir wissen noch nicht warum. Noch nicht rausgefunden. Hilde, ich schmeiß mal hier hin. Jo. Aber sei sparsam. Kein Problem. 5 Minuten. Kann schon mal neu machen. 5 Minuten sind alle. Ja, Mann. So, lass mal kurz auf der Brücke gucken, was er hier der Warfront eben gesagt hat im Chat. Chat Kröger, geht's unten? Unten ging's auch nicht raus jetzt, ne? Aber bei Abschluss. Wo war die weiße Kiste, dass du erzählt hast? Da oben, bevor wir aufs Haus gehüpft sind. Ach so, scheiße. Nochmal hinklettern kurz. Ich glaub schon, bevor er dort ja wieder eine halbe Stunde, bis Dave da angekommen ist. Ja. Aua. Ah, schon wieder abgestürzt? Nee, ja, normal abgestürzt. Sprung abgestürzt. So, normal abgestürzt. Okay. Kontrolliert ist abgestürzt. Mhm. Du Kunde. Gazi. Aber der hat sich ja nicht gewundert, dass wir da in der Bude rumrennen oder was? Das stört den gar nicht. Nö. Der Mutti guckt Film, wir sollen leise sein. Aber der Film war aber gar nichts. Unten ist auch noch eine Nebenquest, ne? Da Ausrufezeichen, ne? Ja. Oh ja. Oh, von Gazi, aber der wollte gar nicht mit mir reden. Was? So, ob ich nochmal hinguck? Dann gehen wir nochmal hin, ja. GAI-Paket. Muss hier übers Rohr gehen. Babe. Alles klar, aus übers Rohr. Check. Rohr. Nein. Dave geht übers Rohr. Über die Mauer. Über die Mauer, Dave geht über die Mauer. Naja, Wendigkeitspunkt. Oh ja, cool. Oh, ein Baseballschläger, geil, Mann. Cool. Inventar voll, ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Wendigkeit ist aber nicht Dings, nee. Achso. Ich warte noch auf andere Spieler. Ah, gib mir eine Sekunde. Nicht gut. Besser Parcours, dann nehmen wir mal besser Parcours. Und jetzt nehmen wir noch, verlegen wir noch irgendwas. Hier das Glasrohr. Gas, nicht Gas. Ich weiß. Mit Absicht gesagt, Mann. Also irgendjemand hat sich gerade verletzt. Wir haben eine neue Quest.
die heißt? Bring das Paket zum Quartiermeister. Ah, ja, IA-Paket, oder was? Ja, ja. Aber nur du aber hast es. Ich hab die auch nicht, ne. Aber gut, er hat's ja nur. Macht schon Sinn. Ich dachte, ich scanne das noch schnell, bevor wir das Werner's holen, nachdem Dave die ganze Zeit immer weint. Ich weine doch nicht, aber das ist halt so. Wir müssen, wenn ein GA-Paket kommt, muss man direkt dahin, da muss man alles andere abbrechen, weil sonst schaffst du es nicht. Ja, hast du jetzt auch nicht gemacht. Nee. Oh, Alter. Sei Ruhe, Mutti will. Sei Ruhe, Mutti will Film gucken. Sei Ruhe. Aber wo kriegen wir die Quest, oder ist das nur, weil wir die Quest geschafft haben? Hä? Laberst du? Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Gazi hat Pralinen und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Gazi. Gazi macht alle Leute happy. Ah, okay. Gazi macht alle Leute happy. Erinnert mich ein bisschen an Ösi, so vom Intelligenzquotienten her. Er weiß aber schon, dass Mamas Kopf ein Gurkeneimer ist und kein Kürbis. Ja, vielleicht ist er halt runter. Da wird ja matschig irgendwann und dann dachte ich, mach ich lieber was drauf. Da drüben kommen wir rüber, ja, glaube ich. So, das ist abgeschlossen aus Zimmer. Jetzt weiß ich, warum Dave immer mit dem Eimer auf den Kopf rausgeht. Ja, immer nur. Da auch wegen Covid. Nö, keine Lust drauf. Das ist ja wie geboostet. Ja, Mann. Zombies? Was Zombies? Hast du mal neu installiert heute, Hilde, ja? Das Spiel? Ja, ja, klar. Wie viele Gigabyte hat das gehabt? 36. Geht ja eigentlich, ne? Ich glaube, bei dem neuen. Bei dem neuen kannst du bestimmt mal. Schnauze. Ja, bei Dave sind halt wieder 10 Stunden, 10 Tage oder sowas. Nee, das nicht. Also, 6, 8 Stunden sind wir schon. Aufs Laufrad, du musst kurbeln. Ja, ja. Schnauze, ihr Wichser. Fährt die Autobahn da eigentlich vorbei? Ah, lohnt sich nie wirklich, wa? Egal, nehmen wir Autobahn. Schön zwischen den Zombies durch. Dead Island 2 wird sicherlich 70 GB haben oder so, denke ich. Dying Light. Dead Island, ja, Dying Light, na klar. Aua! Dead Island soll ja auch mal kommen, Dead 2. Kiste bei mir. Da haben wir auch noch Riptide offen, gell? Bei Dead Island haben wir auch noch Dead Riptide, also den. Dead Island 1. Nicht. Hast du durchgespielt schon, was? Nö, hab ich immer noch nicht. Kannst du noch so oft erzählen. So. Das ist ja kein Problem. Obwohl es eine Zeit lang gar nicht so einfach war zu beschaffen, ne, das Spiel. Oh, Telefon. Feleton. RL oder? In-game. Nö, im Auto, im Kofferraum. Hier ist noch ein Kofferraum. Okay. Leichen, die zu durchsuchen sind und nicht in Päckchen. Interessant. Weg da, ich hab Vorfahrt. Man muss doch wenigstens Autogeräusche machen. Ah, scheiße, wir müssen gehen. Ich nehm die Abfahrt hier, ist sicher. Nee. Komm her, du Vollstück. Scheiße, warum kennen wir die alle? Und weil da ein Polizeitruck ist?
Ach so. Na gut, das macht Sinn. Dabei. Ich glaube, ich warte eine Sekunde, bis die fertig sind mit hier, mit Säckchen. Oh, daneben. Ne, nee, bei mir nicht. Ich bin daneben gesprungen. Ja, bei mir bist du genau daneben gesprungen, das Ding. Okay. Kannst du im Stream sehen. Musst dann halt aber langsam langsam stellen, denke ich mal. Schrottmunition. Schrottmunition. Da kommt schon, da sind schon wieder Zombies gespawnt mitten auf der Straße, während ich hingeguckt habe. Ein Beil und Kippen. Das finde ich ein bisschen lächerlich, eigentlich. Findest du? Ja, die genau dann die spawnen, während du hinguckst, also so, ne? Hm. Ist ja klar, dass sie nachspawnen müssen, aber genau wenn ich da hingucke. Stimmt, ja. Leben hinter uns? Ja, unbedingt. Aber dann müssen wir auf der anderen Seite runter. Da, wo der Bus hängt. Okay. Oh, das war zu weit runter. Oder zu schnell runter. Ich bin tot. Ah. Ich komm. Hm. Und dann ist tot. Wo bist du? Neben Dave. Danke. Ja, okay. Ich hab perfekt den Spalt getroffen zwischen Autobahn und Dach. Ja, das Spalt hier so. Bagasi, neben der Brücke rechts an der Klippe gibt's eine Abwasserschacht mit einer weißen Kiste. Na gut, scheiße, jetzt sind wir schon weg da. Aber wir kommen da, glaube ich, nochmal hin, da in die Gegend. Wir kommen jetzt hier raus, Mann. Bist du hier rausgekommen? Über die Leiter. Ah, alles klar. Hab ich ganz vergessen, nochmal nachzugucken, Franz. Danke. Wir hatten schon gerettet. Yep. Wie ist ein Profi hier? Der, wenigstens einer, der weiß, wie man spielt. Jetzt kommen wir weiter, oder? Schön zu kurz gesprungen, ja. Zum Hauptquartier. Hauptquartier, ja. Bin ich dabei. Ich muss da gleich mal die Nebenquest, nächste Quest abholen. Schauen, ne? Ist schon spät, gell? Ah, gleich mächtig spät. Wie lange machst du, Hilde, heute? Keine Ahnung. Mal gucken. Open End? Ja, so wie ich Lust hab. Dann wechseln wir zu State of Decay rüber, oder? Dann, wenn der... Okay, yes we can. Yes we can, ist gut, ja. Weil sonst muss ich dich zwingen, für immer mitzuspielen, bis ich ja durch bin, das Spiel. Ich weiß nicht, ob du so viel Zeit hast. Alter, das ist ja unglaublich, wie Zombies, Alter. Wie viele Leute haben hier gewohnt? Ja, genug, das sind Slums. Slums. So. Da muss man schön in die falsche Richtung, das ist auch gut. Einfach zur blauen Markierung, wo ist das Problem? Mhm. Also nee, zur türkisen Markierung, die blaue ist ja wieder sonst ja, zu. Oder zu grün. Hilde ist erstmal im Safe House. Du bist türkis bei mir. Hilde ist blau. Und die gelbe ist die Questmarkierung. So, wo ist denn der Quartermaster? Quartermaster. Ist da jetzt schon mal jemand dort? Ja. Habt ihr jetzt auch Erfahrung gekriegt? Nee. Oh,
Also, GRE-Pakete lohnt sich. 6.000 gab's dafür. Oh, echt? Ja. What the heck? Und hat mal alle gekriegt, ne? Sicherlich. Stimmt, der Loot ist ja nicht geteilt. Der kann ja nur einer looten, das Ding. Naja, das kriegt jeder, Tante. Ist ja nicht geteilt, der Loot. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber eigentlich müsste ja jeder eins kriegen, wisst ihr? Nee, das war ja weg, als ich das leer gelootet habe, also von daher. Hat der ganze Koffer war weg, oder was? Ich meine ja. Mal ausprobieren. Ich hab mich überfragt. Weil das ist ja echt so ein Bonus, den kann man sich mal gönnen, gell? Muss Schluss machen, bis dann. Jo, Franz, danke. Bis später. Tschüss. Auf gut. Und so. Küsschen. Küsschen aufs Nüsschen. Nee. Das yes. But, tschüss, Dave. Aua, ja, fast. Mit Kit. Also, Taxi habe ich euch hingestellt, ne? Hm. Taxi, achso, ja, gut. Cool. Lass, Pau's Maul oder was? Hilde macht B, komm. Ich schaffe noch eine Quest. Kann ich jetzt nur noch dahin rennen, das ist ja dumm. So. Ja, Tom. Eine Quest schaffe ich nicht mehr, wir werden ja nur 10 Minuten. Also halb jetzt Schluss machen, oder? Ja. Ja, dann machen wir Schluss jetzt hier an der Stelle. Ja, ja, ist richtig. Nee, ist alles gut. 3 Stunden, haben wir noch ein paar Questen geschafft. Jetzt voran. Vielleicht aus 2% oder so vom Spiel. Aber das kriegt man hin. Laufen wir jetzt hier hoch oder was? Nee, runter. Runter müssen wir. Achso, ne, wir müssen zu der Ärztin müssen wir. Ja. Sind ja alle da außer Dave. Achso, ja. Oh. Oh, oh. Oh, so schön. Ist ja kaputt hier. Oh. Das ist alles, was ich will. Ich muss mich orientieren in der Bude hier. Alter, ist immer noch nicht hier. Der Pfeil zeigt nach oben. Jetzt. Nein, der Pfeil zeigt nach oben. Jetzt zeigt der Pfeil nach oben. Okay. Das ist natürlich schwierig. Ja, der geht mir aus dem Weg. Hast du das nicht gesehen? Nö. Ich stehe ja schon bei der Alten und warte. So, Oma, sag ja. Ich hab die Krampflöser. Danke. Wie hat's mit Gazi geklappt? Er mag zurückgeblieben sein, aber er weiß, wie er kriegt, was er will. War seine Mom auch da? Ja, sie kam mir happy vor. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Apropos, Bracken bat mich, dir das hier zu geben und dir zu danken. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Merkt euch das da draußen, echt? Macht eure Mama happy. Ja. Hör auf der Mutti. Die macht der Quark. So, ich hab, Warte, die hat noch Belohnung. Neues Outfit habe ich gekriegt, ja. Ach so, nochmal Champion-Belohnung, ja, geil. Sehr cool. Hab ich grad noch gesehen. So, mal gucken, ist hier noch irgendwas an Quest-Test? Ja, überall, aber ich nehme die aus an, wenn wir sie auch machen, sonst ist es doof. Nee, halt. Hier ist keine Quest, die sind alle über uns, Dave. Ach so, ja, gut. Aber in dem Gebäude. Aber in dem Gebäude halt, das reicht mir doch. Na, mir ging es explizit, ob auf der Etage Quest sind. Dann könnte man das auch etagenweise abgrasen. So, jetzt runter wird's. Ja, habt ihr übrigens, redet ihr mal brav mit dem Quartiermeister, um eure täglichen Belohnung abzuholen? Ich hab abgeholt vorhin schon, ja. Ja. War jetzt schon wieder Nacht zwischendurch? Nee. Nee, ich glaube nicht. Cool. Cool. Die Slums, Nebenmissionen, helfen sie anderen Überlebenden. Ungern. Was ist gescheitert? Hast du fort gescheitert? Seil ist gerissen. Ne, Dante ist nicht da. Er ist Pause im Pause-Modus bei mir. Hä? Ja, bei mir auch. Im Menü. Quarter. Aber Quartermain hat wieder Zeug jetzt für mich. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier gerade die Prämien angucke. Kein Slot für Fischmesser. Wieso? Ich kein Slot für Fischmesser, habe ich immer Platz. Ja, ja. Kurzes Messer, exquisit. Ist besser, die zu verkaufen oder zu legen? Was denkst du?
Ding verkaufen ist besser. Ja, keine Ahnung, ich habe 20.000 auf dem Konto. Ich, ach so. Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. So. Hast du nochmal heute gemacht oder was? Bei mir mein Schaumernack. Achso, nee, du hast deinen Charme mitgenommen. Alles klar. Ja, vor allem habe ich in diesem Spiel noch nicht einmal was gekauft. Hä? Ach scheiße, jetzt habe ich den repariert, statt zu zerlegen. Oh. Alle Wertsachen verkaufen. Jawoll, ja. Brach dann der Olja und verschwand in der Wand. Hä? Alter, dein MP3-Player hängt. Was soll denn der Scheiß? Du findest ihn ganz hart. Hat schon meiner gesagt? Keine besseren Antworten. Meiner? Nee, hier von dem Typen. Der leiert, der MP3-Player. Oh, Selbstschutz. Baseballschläger, das ist bestimmt ein Sand-Baseballschläger, kann ich mir vorstellen. Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Reis greift sich ja doch alles. Ach, der greift sich bald nicht mehr, Mann. Reis, den werden wir schön erstmal dann hier. Eine Boss. Die Bell kauen hier. Die Nacht bricht an. Die Nacht. Ja, perfekt, die Nacht bricht an und wir machen Schluss. Eigentlich gut. Gut dabei. 3 Stunden und 7 habe ich jetzt hier. Das klingt für mich interessant. Wir sollten nicht mehr draußen sein. Warte, ich muss mal eben nach unten springen. Ich muss mal eben vor die Tür. Okay. Wie benutze ich den denn jetzt? Steht da wieder nicht bei, wa? Wen hast du denn da? Und ein Schild. Achso, das weiß ich auch nicht. Nebenhand wahrscheinlich wie. Vielleicht. Ne, Wurfwaffen nicht. Keine Ahnung. Die Sonne geht unter. Wir sollten los. Hilda, was haben wir? Wahrscheinlich mussten einfach in der Hand haben. Oh, wie wechsle ich denn jetzt hier meine Dingens durch? Meine. Ja. Weiß ich auch nicht, hab ich auch nicht rausgefunden. Oh, mit 1 zum Beispiel. Oh, geil. Geht nicht. Cool. Hast du es gekriegt oder was? Hab da gerade gelernt. Ein Schild schleppe ich schon ewig rum. Aber konnte ich bisher noch nicht benutzen. Und so, was kannst du mit dem machen? Nur dich abtanken, oder? Ihr wisst, wie's läuft. Ja, blocken halt. Sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht. So, nochmal schlafen gehen und dann auf, oder was? Ja. Ah, Fleischerhackmesser. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ja, sagst du. Sagst du jeden Tag? Der Armeespaten ist ja interessant, aber... Naja. Die anderen Waffen sind noch besser, die vom Hellraid, die vom, von den DLCs. Warte, ja. Von Hilde, wenn ich. Ja, ich komme ja schon. Was willst du über den Leuchtezombies wieder anlegen, oder was? Bis einer heult. So, lieber Quartiermeister, gib mir schnell noch Staff, bevor der Dave aufgeht. Eine Stunde später. Hat Staff. Hat er nicht gepennt? Eine Stunde später, Mann. Wir müssen nochmal pennen. Was? Haut was nicht hin, ja. Hilde hat sich wieder so hart gedreht im Schlaf. 10 Stunden später. Wenn wir alle... Ach, 10 Stunden gleich. Na geil. 2 Tage später. Das Spiel ist zu Ende. Leider haben sie verpennt. Kein freier Schlupf fürs Schild. Länge, Müll, Sprühdose, geil. Eigentlich muss die anderen her zu dem Vogel. 5000 habe ich jetzt, 5000 Schlotti oder was die hier bezahlen, weiß ich nicht. keine Ahnung, also. Ich weiß ja nicht, was du in der Schule gelernt hast, ne, aber diese Dollarzeichen davor heißt in der Regel Dollar. Ah, okay, ne, das ist eigentlich Geld. Halt. Ich würde lieber Dollar sagen. Weiß nicht. Bei Far Cry handeln sie mit Kronkorken, Mann. Nee, tun sie nicht. Far Cry bei Fallout, Mann.
keine besseren Angebote. Das kurze Fischmesser ist auch scheiße, oder eigentlich? Habe ich zweimal zum Glück. Ich schenke dir ein Schild. Was hat denn der Champion-Mods? Macht nicht verbessert die alle Werte ihrer Waffe. Stufe 1 wählen sie im Inventar eine Waffe aus und drücken sie auf 8 M6 Upgrade zur Verfügung steht. Behalt den Kuss des Häftlings erstmal ein bisschen noch. Ja, muss sie aufheben, Milde. Schlicht hier rum. Da hab bestimmt wieder nur Stuhl, was er da hingeschmissen hat. Ich hält dann der Gen. Ja, Dave kriegt auch eins. Achso, ich muss das Selbstschutz lernen. Ja, muss ich auch. Allerdings hat er jetzt 3 Schilder und irgendwie kannst du die nicht zerlegen und kannst auch nur eins ausrüsten. Total bescheuert. Ja, aber ich habe doch keinen Platz für sowas. Tja, das ist doch nicht nur mein Problem. Kannst du verkaufen, kannst du auch nicht, oder was? Nö. Lustig. Mach doch deine Probleme nicht zu meinen. Ja. So. Gut, dann bin ich mal raus für heute. Mhm. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Wir machen eine Verwechslung. Eine kleine. Verwechselt euch mal. Naja, Hilde muss ins Bett, hat der Wecker geklingelt. Echt? Sind sie wieder soweit? So, dann sind wir jetzt aber erstmal am Ende von Dying Light 1. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt.